Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2 mit einem neuen DLC, nämlich die Freiwillige Feuerwehr. Sie wurde schon vor einer Weile angekündigt und Direkt zu Release angekündigt, um zu sein. was wollte ich gerade noch sagen? Ach genau, wir hatten ja schon einige Notrufstaffeln, ne? Wir hatten Na. Singleplayer, hatten wir Singleplayer? Notruf 1? Nee, Notruf, also ja, Notruf 1 hatten wir eine Multiplayer nur. Okay, wir hatten auf jeden Fall schon sehr viel Notruf. Ja, eine Notruf 2, Notruf 1 Multiplayer, Notruf 2 Multiplayer und dann noch eine zweite Notruf 2 Multiplayer, die wir nach zwei Folgen abgebrochen haben. Und jetzt haben wir die Freiwillige Feuerwehr. Die ist jedoch im Singleplayer bei Tobi, deswegen hat er auch die Begrüßung gemacht, weil das ganze Multiplayer noch nicht verfügbar ist. Korrekt. Das kommt dann vielleicht noch irgendwann. Es gibt Das so soll ein kommen irgendwann. Sandbox. Ach so, die werden einfach Da, das nur. ist einfach nur mit Ah, Stuhl, okay. per Stuhl starten, ne? Ohne Karriere. Ich habe mich gefragt, was willst du mit der Feuerwehr Sandbox? Kannst du da unendlich Atemluftflaschen aus dem LF nehmen oder was? Nee. Ja, okay. So, ich würde sagen, wir starten die Freiwillige Feuerwehrkampagne. Genau. Neues Spiel. Genau, wir haben Tobi hat schon mal reingeschaut kurz, Ich um bin zu schauen, kurz ob auch Auto alles gefahren. läuft, wie Werden wir es gleich laufen sehen. soll. Und bist mit dem Auto gefahren ein bisschen, richtig? Also jetzt nichts Großes. Ansonsten habe ich Nee. keine Ahnung, ich habe mir kein Gameplay angeschaut, wie immer, ne? So Na. wie ich das immer mache, dass ich mir vorher nicht Ja, irgendwelche Let's Plays ich anschaue. erkundige mich nur zu den Spielen vorher. Ich kenne auch nur den ersten Lehrgang zu einem Stück, zu einem kleinen Stückchen. Und hast du nicht vorhin noch gesagt, du hast ihn zum Großteil geschaut? Ja, den Theorie-Teil habe ich gesehen. Moin, du Sprichst kannst deine Ausbildung nun fortsetzen. Komm vorbei, wenn du am nächsten Lehrgang teilnehmen möchtest. Der T. Meier. Na. Okay. Okay. Wir können den nächsten Lehrgang, also den allerersten Lehrgang machen, weil heute ist unser erster Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben uns angemeldet. Jetzt haben sie uns eingeladen, dass wir da teilnehmen dürfen. Dann steigen wir mal ein in unseren Wagen. Was soll das darstellen? Irgendein BMW auf jeden Fall schon mal. Soweit kann man sein. Ansonsten bin ich total autoerfahren, deswegen weiß ich, was es sein soll. Ich Nee, erkenne nur, dass das. das ist ein Wagen von blauer Punkt. Ja. Und es erinnert mich so ein bisschen an das Na. Model vom Polizeiauto. Aber nur Ja. so ein bisschen. Was, weil es soll ja irgendwann noch ein Polizeidlc irgendwann kommen. Die Freiwillige Feuerwehr ist ja gratis, da kann man sich einfach auf der Seite von der Aerosoft einen Key für Steam generieren lassen, den aktivieren, zack, hast du das Ding. Aber dann die Polizei, die soll wieder Moneten kosten. Also damit ist nicht dieses kleine Polizeiauto gemeint. Nee, da soll ein ganzes Polizeidlc sein, dass du wirklich Polizei Wie spielen hat man nochmal kannst. das Polizeiauto bekommen? War das irgendwie Vorverkauf oder Es war für die Leute, die Premium-Version? Notruf 1 bereits besitzen. Ah, genau, ja. Stimmt, weil das Polizeiauto an sich, das gibt es ja schon. Und auch Du kannst es auch nachalarmieren. die Option, dass man diesen Feuerwehrkran, diesen alten, fahren kann. Aber das war nur für die Leute, die bereits Notruf 1 besitzen. Aber es soll noch ein richtiges Polizei-DLC geben. Weißt du, was ich gut finde? Irgendwann in einer Dieses Langweile. Auto hat den gleichen Sound wie das LF. Aus von der Ist ja nicht Berufsfeuerwehr. schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Aber hier für die Freiwillige Feuerwehr gibt es extra neue Fahrzeuge. So, erstmal in der Wache zurechtfinden, wenn ich mal begrüßt unten oder irgendwas. Nein, wir müssen selber Ist komplett den Weg zum richtigen menschenleer. Raum finden. Ne? Naja, wir haben so gelbe Pfeile auf dem Boden. Na, immerhin. Das erinnert mich irgendwie sehr an die andere Wache. Das ist irgendwie genau das Erinnert es sich Gleiche. daran, dass in der Realität diese Freiwillige Feuerwehr direkt auf demselben Gelände wie die Berufsfeuerwehr steht? Ah, okay. Und deshalb haben sie auch das gleiche Model verwendet. Deswegen, nee, die haben nicht das gleiche Model verwendet, sondern die Das ist sieht das auch so Gleiche. aus in der. Das ist halt nur die Freiwillige Feuerwehr, die Hallo, neben, in der Realität hallo. neben der Schön, Berufsfeuerwehr dass du hier steht. bist. Mein Name ist Thorsten. Ich bin Hauptbrandmeister und koordiniere hier die Ausbildung der Anfänger. Es freut mich sehr, dass du dich Moin, hier Thorsten. angemeldet hast. Fähige Leute können wir immer gebrauchen. Bevor du aber in einem Einsatz mit anpacken kannst, musst du erst einige Grundlagen lernen. Sollen wir direkt starten? Gut, dann haben wir oben Nee. jetzt die Option. Tschüss. tschüss. Auch schön. Tschüss. Am nächsten Lehrgang teilnehmen, einen Lehrgang wiederholen, am nächsten Lehrgang teilnehmen. Du kommst genau Natürlich. richtig. Ab sofort kannst du an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Doch nicht. Alles klar. Tut mal leid. Beginnen wir erstmal mit etwas Theorie. Bevor wir anfangen, Kann sich auch irgendwo du hast hinsetzen, eine glaube. erweiterte Oder? Erste-Hilfe-Ausbildung Nee. abgeschlossen und den Dann Nachweis haben wir schon es dazu schon. vorgelegt, richtig? Gut, dann können wir direkt loslegen. In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Feuerwehren.
Angefangen bei der Berufsfeuerwehr über Werksfeuerwehren bis hin zu uns, den Freiwilligen Feuerwehren. Was sie alle verbindet, ist der allgemeine Auftrag der Feuerwehren. Dieser besteht aus den vier Teilen: das Löschen, Schützen, Retten und Bergen. Als Feuerwehr ist es unser Ziel, Menschen und Tiere, aber auch Sachgegenstände aus Notlagen zu retten und vor Gefahren zu schützen. Neben der Brandbekämpfung als Kernaufgabe übernehmen wir dazu auch komplexe technische Aufgaben, wie das Bergen einer eingeklemmten Person nach einem Autounfall. Damit die Feuerwehren ihre Aufgaben auch effektiv erfüllen können, ist eine gute Ausbildung und das richtige Equipment nötig. Die nötigen Mittel hierzu werden von Gemeinden, Landkreisen und Bundesländern gestellt. Da wir gerade von den Einsatzmitteln sprechen, schlage ich vor, dass wir uns direkt mal anschauen, welche Geräte wir hier zur Verfügung haben. Geh nach unten in die Fahrzeughalle. Dort wartet Rainer auf dich, um dir unsere Einsatzfahrzeuge zu zeigen. Kann ich mal kurz erwähnen, dass er gesagt hat, Personen aus Fahrzeugen zu bergen nach einem Verkehrsunfall? Muss man unter Umständen auch. Muss man auch. Aber retten wäre schöner. Ja. So, mehr als das habe ich uns auch noch nicht gesehen. Ah ja. Okay, dann gehen wir zu Rainer. Der stand eben noch nicht da. Ist ja gerade so gespawnt. Nee. Ah, da bist du ja. Ich soll dir heute unsere Fahrzeuge und einige Geräte zeigen, die wir am häufigsten bei Einsätzen verwenden. Unsere Fahrzeuge sind ja bestimmt schon aufgefallen. Nee, in Deutschland gibt es über 20 verschiedene Typen von Einsatzfahrzeugen, wobei jedes Einsatzfahrzeug individuell nach Anforderungen und der Örtlichkeit angepasst werden kann. Da haben wir zum einen unser HLF, hier rechts von mir. Die Abkürzung steht für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, wobei mir persönlich HLF dann doch lieber ist. Erstmal ist für dich nur wichtig, dass dieses Fahrzeug viele Geräte zum Löschen, aber auch für die technische Hilfeleistung transportiert. Da jede Feuerwache andere Örtlichkeiten und Herausforderungen hat, sind die meisten Feuerwehrfahrzeuge Spezialanfertigungen. Ein Fahrzeug wie dieses hier kostet schnell mehrere hunderttausend Euro. Das und die Größe sind auch der Grund, weshalb sie nur mit einem passenden Führerschein gefahren werden dürfen. Wenn du dich ranhältst und aktiv dabei bist, lässt dich der Ortsbrandmeister vielleicht den Maschinistenlehrgang mitmachen. Dann zeige ich dir, wie man dieses Fahrzeug fährt. Ach, das aber kann ich schon. Mit den Grundlagen weiter. Das ja, aber sehr souverän. TLF-3000. TLF steht für Tanklöschfahrzeug. Wie der Name schon verrät, beinhaltet dieses Fahrzeug einen großen eingebauten Tank. Die 3000 ist die Menge an Wasser in Litern, die das TLF mitführt. Da sieht man, das geht nicht so weit rein. Da ist der Tank dahinter. Na. Schlauch dabei. Sieht ja das Telefon relativ wenig Equipment dabei nur. Unser TLF kann für kleinere Einsätze eigenständig ausrücken und eingesetzt werden. Dient aber bei großen Einsätzen vor allem zur Unterstützung des HLFs. Bevor wir die Fahrzeuge gleich auf den Hof fahren und uns anschauen, was alles genau drinsteckt, ziehen wir uns erstmal um. Komm mit zu unserem Umkleideraum. Ist der gerade erst los? Ich lach mich schlapp, ey. Jeder Feuerwehrmann erhält eine persönliche Schutzausrüstung, die eine der wichtigsten Aufgaben übernimmt. Den Schutz der Einsatzkraft vor Gefahren am Einsatzort. Die Grundausrüstung setzt sich aus einem Feuerwehrhelm, dem Feuerwehrschutzanzug, den Feuerwehrschutzhandschuhen und den Feuerwehrstiefeln zusammen. Die Ausrüstung muss bestimmte Normen erfüllen. Unter anderem darf der Stoff nicht brennbar sein und muss einen Hitzeschutz gegen eine gewisse Temperatur über eine vorgegebene Zeit bieten. Nach jedem Einsatz muss dann diese Ausrüstung ordentlich gereinigt werden und sie ist stets in gepflegtem und einsatzbereitem Zustand zu halten. Rüste dich aus, dann treffen wir uns gleich auf dem Hof vor der Fahrzeughalle. Ich fahr schon mal das Auto raus. Hast du gesehen, dass man zwei verschiedene nehmen konnte? Echt? Mhm. Das sieht doch super aus. Dann schauen wir uns jetzt mal das HLF im Detail an. HLF ausräumen habe ich aber schon mal gemacht. Oh, dass man immer so in den Laden ran muss. Neben Geräten, die du später noch kennenlernen wirst, finden wir auf dem HLF alles, was man zur Brandbekämpfung braucht. Vier Bremsblöcke. Bis hin zum Herzstück dieses Fahrzeugs,
der Löschwasserpumpe. Die meisten Brände werden mit Wasser gelöscht. Um dieses einfach und effektiv einsetzen zu können, die sind haben ja gut wir hier versteckt. Verschiedenste Armaturen zur Wasserentnahme, Wasserförderung und Wasserabgabe. Lass uns direkt mal eine Löschwasserversorgung aufbauen, bevor dir noch langweilig wird. Wir gehen gemeinsam wird auch Zeit. Die einzelnen Schritte durch. Starten wir mit der Wasserentnahme. Hier in Mülheim und in allen deutschen Städten bekommen wir unser Löschwasser hauptsächlich durch Unterflurhydranten. Hä? Wo ist der Hydrant denn? Wo ist mein Standrohr? Die haben den Aufbau verändert, die Schweine. Ah, hier hinten liegt es drauf. Ja, das ist ein anderes Fahrzeug. Hast du nicht so, das ist eine Spezialanfertigung. Jedes Fahrzeug ist individuell. Ja, das sieht genauso aus und es ist alles gleich, aber der einzige Unterschied ist, dass die Anordnung unterschiedlich ist. Die Originalausrüstung von dieser Freiwilligen Feuerwehr, genauso wie das HLF da auf der Berufsfeuerwehr, die Originalausrüstung von dem HLF der Berufsfeuerwehr in Mülheim hat. Jetzt wird ein Standrohr angeschlossen, um das Wasser aus dem Hydranten zu fördern. Guck mal, ich bin voll schlau hier. Ich habe diese Schlauchhaspel noch nie als Schlauch benutzt. Ich habe immer eine Ausrüstung davon runtergenommen. Sehr schön. Danach geht es am Fahrzeug weiter. Du musst den Unterflurhydranten-Schlüssel schon stecken lassen. Ja. Nee. Ja, macht Sinn. Sammelstück. Jetzt verbindest du ein sogenanntes Sammelstück mit der Pumpe. Dies ermöglicht die Wassereinspeisung durch einen Hydranten. Kann ich da jetzt auch die Schlauchraspel benutzen? Und als also, letzten Schritt verbindest du oder machst du damit kaputt? Sammelstück durch einen B-Schlauch. Nee, ich glaube, du kannst sie gar nicht nutzen, den Schlauch von der Schlauchraspel. Wobei das natürlich bei größeren Einsätzen zur Wasser... um die Dingens hier, Wasserversorgung herzustellen, übrigens nur ein Ende. Cool ist, weil du einfach das Ding dann abwickeln kannst, dafür das Ding dann langziehen kannst, der Schlauch sich automatisch abwickelt, anstelle von, dass du diesen ewig langen Schlauch da trägst und dann der langen rollerst. Was halt viel länger dauert. Beim Aufrollen rollt es sich dann auch von alleine auf? Weil, wenn die Räder mit der Drehtrommel von der Schlauchraspel verbunden sind, dann dreht sich das auch von alleine wieder auf. Ja, das stimmt auch wieder. Geil. Also in der Realität ist so ein Schlauchraspel schon echt sinnvoll. Warum verbinde ich das auf der Seite? Weil das Spiel das so sagt. Mann, ey. Und warum auf der Seite? Warum nicht die andere? Du bist ja schon richtig fit in dem Thema. Gute Arbeit. Das ja, scheint so, als hätte ich das schon ein paar Mal gemacht. Ja, wir so schon ein paar Folgen bei der BF aufgenommen haben. Die Größen sind nach Alphabet sortiert. Wobei A der Schlauch mit dem weitesten Durchmesser ist. Verbunden werden Schläuche mit Kupplungen, die es ebenfalls in diversen Größen gibt. Die Kupplungen verbinden auch die Schläuche mit den wasserfördernden Armaturen. Ich glaube, der meint die Dinger hier. Ja. Das hier vorne. In der Realität sind die Schläuche nicht unendlich lang, deswegen muss man auch so ein Kuppelstück dazwischen. Nehmen wir als Beispiel das Sammelstück. Es verfügt über eine A-Kupplung auf der einen und zwei B-Kupplungen auf der anderen Seite. Damit konntest du den B-Schlauch vom Hydranten mit der A-Kupplung der Pumpe verbinden. Jetzt kennst du schon mal eine Möglichkeit, an Löschwasser zu kommen und dieses zum Fahrzeug zu führen. Fehlt noch die Löschwasserabgabe. Um ich finde die Links-Rechts-Verteilung auch beim Sound gut. Verwenden wir einen Verteiler. Hol einen und verbinde ihn mit einem weiteren B-Schlauch mit der Pumpe. Sagt er mir, welchen ich nehmen muss? Ja. Hat nur gedauert. Naja, ich musste nur kurz laden. Welchen Verteiler nehme ich jetzt? Nehme ich den hier oder doch den hier? Oder doch den hier? Eine große Auswahl an Verteilern auf dem Fahrzeug. Ich würde das gerne einfach daran machen. Andere Seite. Das Spiel sagt andere Seite, Tobi. Und, okay. Nicht fragen, wo du dich gerade hinbewegt hast. Ab diesem Punkt können bis zu 3 Armaturen zur Brandbekämpfung durch C-Schläuche am Verteiler angeschlossen werden. Das sind dann meistens Stahlrohre, die es in verschiedenen Arten... Stahlrohre? Diesen Schritt lernst du im Detail im nächsten Lehrgang. Bis dahin ist deine Hauptaufgabe bei Einsätzen der Aufbau der Wasserversorgung, wie du es heute gelernt hast. Das war mein Teil.
Heinz wird sich nun mit dir das TLF und die technische Hilfeleistung anschauen. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns. Warte. Schade. Okay, also jetzt können wir doch schon mal wieder eine Wasserversorgung aufbauen. Der baut das jetzt ab. Kann es direkt weitergehen? Gut, wenn es nicht brennt, lautet die Einsatzart häufig technische Hilfeleistung. Diese Einsätze können sich sehr voneinander unterscheiden und erfordern dementsprechend auch sehr unterschiedliche Geräte. So wird für umgestürzte Bäume eine Kettensäge benötigt, natürlich mit der dazugehörigen Schnittschutzausrüstung. Warte mal, man kann einen umgefallenen Baum nicht mit einem Schlauch beheben? Oder ein Stemmeisen ausreicht. Da dir noch der entsprechende Lehrgang zum sicheren Umgang mit diesen Geräten fehlt, ist deine Hauptaufgabe bei solchen Einsätzen, diese Geräte zu holen und bereitzulegen, falls sie benötigt werden. Ja, aber wenn ich nicht weiß, wie ich einen Spreizer bediene? Wo sich diese Geräte auf dem TLF befinden, solltest du dich mit dem Fahrzeug vertraut machen. Zur Übung bringst du mir bitte mal die Kiste mit dem Akkubohrer und danach suchst du bitte das Halligan-Tool. Was ist denn hier oben? Ich bringe dir eine Mistgabel mit. Ich glaube, da ist nicht der Akkubohrer. Wetten, die markieren mir das und ich muss das nicht mal suchen. Das wäre ja auch zu spannend, wenn Frage. Ich die... Ja, ernsthaft. Die markieren das einem sogar. Ey, ich wollte die Kiste haben. Okay, die Kiste. Hast doch die Kiste. Sieht nur, der hat nur nicht so aus wie die Kiste. Einfach nicht fragen. Ja, würde ich auch nicht. Sehr schön. Schweres Gerät wie eine Kettensäge darfst du im Einsatz erst nach einem weiteren Lehrgang benutzen. Natürlich gibt es auch Geräte, die du ohne extra Lehrgang benutzen darfst. Zum Beispiel befinden sich im Dachkasten vom HLF ein Besen und ein Kehrblech, die zum Auffegen von Bindemitteln von kehren. Benzin und Öl benutzt werden. Ein anderes Beispiel hältst du gerade in deinen Händen. Das Halligan-Tool. Es wird in vielen Einsätzen benötigt. Es handelt sich dabei um eine spezielle Bauform einer Brechstange, welche einen Dorn, eine Klinge und einen Blechschneider besitzt. Es zeichnet sich durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten aus, die meist dem Zweck dienen, sich ohne große, aufwendige Geräte schnell Zugang zu verschaffen. Probiere es doch mal direkt an unserer Übungstür hier aus. Ich finde, die sind einfach nur gut für Rauchmelder. Ja, um die Rauchmelder von der Decke zu kloppen. Übungstür, die musst du doch jedes Mal ersetzen, ne? Es ist eine Leichtigkeit, mit dem Halligan-Tool eine Tür zu öffnen. Das ist ein Schloss immer. Die Zeit, die wir damit sparen, rettet wortwörtlich Leben. Der haut dort rein und bricht es auf, nach dem Sound nach zu urteilen. Schutz am Einsatzort. Damit Einsatzkräfte sicher und schnell arbeiten können, muss der Schutz am Einsatzort entsprechend gegeben sein. An Straßen ist eine der größten Gefahren der Verkehr. Um sich gegen diesen abzusichern, setzen wir hauptsächlich Verkehrsleitkegel, Warnlampen und Warndreiecke ein. Diese werden nach verschiedenen, in der Dienstvorschrift bestimmten Regeln auf die Straße gestellt, wobei sich diese Regeln je nach Straßenart ändern. Dies gehört von Anfang an zu deinem Verantwortungsbereich. Du solltest also wissen, wo diese Dinge auf dem Fahrzeug sind. Zur Übung holst du bitte mal die Verkehrsleitkegel und die Warnblitzleuchten und stellst sie auf. Schnittschutzausrüstung. Was haben wir noch? Warte mal, wo sind die? Ah ja. Verkehrsleitkegel aufheben. Du bist so schnell für das Spiel. Ja. Mitgedacht, ganz schlimm. So, pass auf, ich baue dich jetzt ein. Wussten Sie eigentlich schon, dass Notruf manchmal Bugs beinhaltet? Kann sein, ja. Ich weiß nicht, gibt es eine bestimmte Art, wie ich die aufstellen soll? Nö. Perfekt. Jetzt, als Bugfix. Letzten Punkt heute sprechen wir noch den Gefahrenbereich an. Dies ist der Bereich, in dem Gefahr für Menschen, Tiere und auch Schäden an der Umwelt oder Sachgegenständen droht. Im Gefahrenbereich gilt es immer, sich besonders umsichtig und vorsichtig zu bewegen.
Zudem versuchen wir uns immer nur so kurz wie nötig im direkten Gefahrenbereich aufzuhalten. Denk immer daran, dein eigener Schutz und der deiner Kameraden hat höchste Priorität. Hat er mir gerade gesagt, dass ich mich nicht so lange im Feuer aufhalten soll? Ja. Und so, auf der Autobahn. Da hier keine Gefahr mehr besteht, räumen wir jetzt alles wieder ein. Na los, pack mit an. Und bitte anpacken hier im Lehrgang. Diese Azubis hier, die alles machen sollen. Mhm. Und was hebt der jetzt auf? Kegel. Ach, und Halligentool. Immerhin macht er mit. Hello. Die noch zutraut, dass einfach Frau daneben steht. Hätte ich auch von ihm erwartet, ehrlich gesagt. Aber immerhin, das, was du am anderen Fahrzeug aufgeräumt hast, hat der andere Kollege selbst zusammengebaut wieder. Jo. Das war's auch schon mit den Grundlagen. Melde dich noch beim Schulungsleiter und sag ihm, dass wir fertig sind. Wir sehen uns beim nächsten Einsatz. Ach, und vergiss nicht, dich vorher wieder umzuziehen. Warte, wo war das da? Wo waren die Umkleiden? Da waren die Umkleiden. Wo war dein Spind? Wo ist deine Einsatzkleidung hin verschwunden? Ich habe gerade den Sound gehört. Ich dachte, das wäre einfach ein anderer Typ gewesen. Naja, hatte ich zwischenzeitlich auch gehört. Deswegen war ich auch verwundert, aber egal. Nicht fragen. Da bist du wieder. Ich habe zwischendurch mal rausgeguckt. Rainer und Heinz haben dir eine ganze Menge erzählt. Wir haben dich mit in die Alarmierungskette aufgenommen. Das bedeutet, du wirst ab jetzt zu Einsätzen mit alarmiert. Okay. Denk dran, im Einsatzfall vorsichtig zu fahren. Schließlich kannst du nur helfen, wenn du gesund und unversehrt hier ankommst. Bis zum nächsten Lehrgang und Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Gut heil! Gut heil. Mhm. Die Frage ist, also jetzt nicht so gegen freiwillige Feuerwehrtradition, aber ich glaube, das ist das, was heutzutage junge Leute als cringe bezeichnen würden. Mhm. Also so, ich meine hier, jetzt geht's für uns nach Hause. Ich meine, Gott zu Ehr und dem Nächsten zur Wehr, das ist ja ein, das finde ich ja ganz nett, aber gut heil muss nicht sein. Es war auch alles ein bisschen random so am Ende jetzt. Aber ich würde sagen, den Weg nach Hause, den können wir wieder abkürzen, oder? Ich würde sagen, das war genügend Inhalt für eine erste Folge. Ja, definitiv. Ich meine, wir haben jetzt echt nicht viel gesagt und es hat schon seinen Grund, dass es aktuell dieses Ding hier nur Singleplayer ist. Weiß auch nicht, ob das wirklich für Multiplayer so sinnvoll wäre. Ja, das war auch so ein Gedanke von mir. Wenn du Multiplayer wirklich spielen willst, dann nimmst du ja die Berufsfeuerwehr, da hast du viel mehr Möglichkeiten. Ja, das war so, auch mein Gedanke. Freiwillige Feuerwehr, das ist halt echt, doch diese Lenkung von dem Fahrzeug, die regt mich auf. Ja, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass es noch nicht in Multiplayer verfügbar ist. Oh. Na gut, dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Jo, tschüss. Tschüss.